Herzlich willkommen beim OMR Podcast mit Philipp Westermeier. Im 73. Geschäftsjahr tätig, aber ich habe, glaube ich, nie eine Zeit gehabt, wo ich so wenig gewagt hätte, eine Prognose für die nächsten 10 Jahre zu stellen, als jetzt gerade in diesen Tagen. Das ist vom tiefsten Schwarz bis zum blühendsten Rosa möglich und kommt dabei auf die Einstellung, auf die Klugheit oder Dummheit der Menschheit an, wie es weitergeht. Seit ungefähr 2 Jahren arbeite ich daran, einen der wahrscheinlich erfolgreichsten deutschen Unternehmer möglicherweise aller Zeiten zu treffen für den Podcast. Und heute hat es geklappt, deswegen für mich natürlich sehr spektakulärer Tag. Ich bin heute Morgen losgefahren in Hamburg und dann über Würzburg nach Künzelau. Das ist hier in der Hohenlohe oder in der Region Hohenlohe heißt das. Also eigentlich so ein bisschen nirgendwo zwischen Stuttgart, Frankfurt, Würzburg auf dem Land. Und hier ist eine Firma, 85.000 Mitarbeiter weltweit. Der Wirt ist einfach eine Unternehmerlegende. Und als ich hier ankam, wurde ich erstmal ins Kunstforum gebracht und bin dann da rein. Und da hingen dann Bilder, das kann man gar nicht fassen. Also Picasso und Warhol und Beckmann, die krassesten Künstler überhaupt der letzten Zeit, die er gesammelt hat, sind dann aber nur ein paar Bilder, hat mir die Kollegin da erzählt, von 18.000. Er ist außerdem der zweiterfolgreichste oder größte Kunstsammler Europas. Was immer das heißt, am Ende hat er eine Firma aufgebaut und ich wollte die Chance nutzen, eine Stunde mit ihm zu sprechen, zu lernen, wie hat er es gemacht, woran glaubt er, wie strukturiert er seinen Vertrieb vor allen Dingen. Es geht vor allen Dingen bei seiner Firma um Vertrieb. Darauf wird aufgebaut. Am Ende verkaufen, sie sagt auch selber gleich im Podcast, Schrauben und Produkte, die sind eigentlich austauschbar. Eigentlich, nicht ganz. Und was für Prinzipien haben ihn geführt? Wie sieht er die Welt heute? Wie blickt er auf auch Amazon? Auch wenn er da vielleicht gar keine so große Antwort zu gegeben hat. Aber was sind für ihn Prinzipien? Was möchte er hinterlassen? Darüber haben wir gesprochen und sicherlich einer der wahrscheinlich eindrucksvollsten Gäste hier im Podcast. Auf geht's! Wahrscheinlich einer der größten Tage, seit ich diesen Podcast mache, seit ganz vielen Jahren, weil einer der interessantesten, erfolgreichsten Unternehmer, den wir hier haben oder in den letzten Jahrzehnten erlebt haben. Wann war Ihnen eigentlich klar, Sie haben jetzt ja schon vor vielen, vielen Jahrzehnten angefangen, dass Ihr unternehmerisches Tun zu so einer großen Firma führen könnte? Nee, das war mir gar nicht klar. Ich habe einfach geschafft. Schlicht und einfach. Mein Vater ist ja 1954 verstorben. Die Firma war jung. Er hat sie 1945 gegründet. Und das waren dann, als er starb, 2 Mitarbeiter außer mir und außer ihm. Und so dass wir dann zu dritt waren, als er weggegangen war. Und heute sind es 84.000, 85.000. Ja, Sie sagen also, das so mit so einer Lockerheit. Aber irgendwann auf dieser Reise muss Ihnen doch klar geworden sein, was ich hier mache, das wird so groß, dass es von, sagen wir mal, europäischem Rang schon mittlerweile ist. Ach, das hat sich eben ergeben. Also ich war immer ein ziemlich neugieriger Mensch und wollte wissen, wie geht's weiter, was ist hinterm Berg, was ist ums Eck. Und dann habe ich mir natürlich schon fürs nächste und übernächste Jahr und die nächsten 4, 5 Jahre gewisse Ziele vorgestellt und wenn die dann erfüllt wurden, dann war mir es recht. Ne? Ja. Wie viel von dem Erfolg, den Sie jetzt haben, ist denn dieses Arbeiten, Verlässlichkeit, Disziplin und wie viel ist am Ende auch das richtige Produkt, Glück, Zufall, Sachen, die Sie gar nicht verantworten können, so richtig? Ja. Also,
ich glaube schon, dass man einen gewissen Teil Fortune einfach braucht, Glück. Aber auf der anderen Seite glaube ich schon, dass 70% des Erfolgs einfach der Einsatz war. Es war das ganz gute Gespür, was ich offensichtlich auch für Menschen entwickelt habe. Es ist mir gelungen, viele Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zu finden, die überdurchschnittlich loyal waren, die überdurchschnittlich sich eingefunden haben in diesem Unternehmen und sich wohlgefühlt haben. Also mit anderen Worten, das Betriebsklima hat von vorne herein, von Anfang an eine große Rolle gespielt. Es war geprägt von einer gewissen Harmonie, von einem Streben nach Gerechtigkeit, nach Ehrlichkeit, nach Berechenbarkeit und auch Spaß zu haben. Also so, ich war ja jung, ich meine, mit 19, 20 Jahren anzufangen, ist man ja eigentlich noch ein Bube. Und wir haben dann schon auf den Messen so abends noch ganz schön gebechert und gefeiert, nicht? Waren aber morgens ganz pünktlich wieder auf dem Stand. Also diese Kombination von harter Arbeit in der Kontinuität verbunden mit einer gewissen Leichtigkeit in der Realisierung, mit einer gewissen Fröhlichkeit. Das hat den Menschen gefallen. Ich habe sehr viel Freiheit gelassen, habe das Ganze sehr dezentral aufgebaut und das war eben dann am Ende ein, wie soll man sagen, ein Konglomerat aus Pflichterfüllung und Spaß. Und solch eine Kombination ist natürlich unschlagbar als Unternehmenskultur, wenn die Menschen das Ganze nicht so bitter magenernst nehmen und mit einer gewissen Fröhlichkeit am Arbeiten sind, am Schaffen sind und das Ganze nicht zu fanatisiert nehmen. Auf der anderen Seite aber doch die Ziele gemeinsam erreichen wollen. Das ist also eine Melange, möchte ich mal sagen, die unsere Unternehmenskultur auch heute noch prägt. Aber Härte gehört auch dazu, kann man lesen. Also dass Sie durchaus, glaube ich, intensive Briefe schreiben können oder es auch so strukturell bei Ihnen im Vertrieb so ist, dass wenn jemand die Vertriebsziele nicht erreicht, was ja messbar ist, dass dann auch schon Konsequenzen, anderes Dienstfahrzeug auf einmal oder Ähnliches. Gibt es so Anekdoten? Ja, natürlich. Die Leistung wurde schon verlangt am Ende. Und am Ende haben sich natürlich auch nur die im Unternehmen gehalten, die geleistet haben. Die anderen, die einen schlauen Job gesucht haben, haben sich hier nie wohl gefühlt. Die sind dann meistens von alleine wieder weitergezogen. Ne? Ja, ich hatte einen ganz spektakulären Fall, noch gar nicht so lange her, das ist jetzt vielleicht 2-3 Jahre her, in einem Unternehmen in den USA, was wir dort haben. Wir haben dort wir machen fast 1 Milliarde Jahresumsatz in den USA.
das ist eine kleinere Einheit gewesen und da ging es eben nicht voran, ging es nicht vorwärts. Dann wurde es dem Regionalleiter einfach zu dumm. Dann hat er die ganze Führungsmannschaft von 9 Leuten gekündigt und hat also das ganze Führungsteam komplett ausgewechselt. Das Verrückte ist, nachdem die dann alle weg waren, ging es plötzlich ganz schön aufwärts, nicht? Also man sieht, wenn man die richtigen Personen hat und die richtige Kombination in der Unternehmenskultur, dann läuft das Ding eigentlich von alleine, kann man sagen, ne? Und ich meine, wir haben ja letztes Jahr 17,1 Milliarden, also über 17.000 Millionen Umsatz gemacht, nicht? Und haben 1,1 Milliarden, also 1.000 oder 1.100 Millionen Gewinn einfahren können vor Steuer. Das sind natürlich schon Dimensionen, die ich mir hätte nie träumen lassen als junger Mann, dass ich mal dahin kommen würde. Wir werden dieses Jahr so knapp an den 20 Milliarden kratzen. Umsatz, so nicht noch was Wesentliches passiert jetzt in den letzten Monaten. Also ich fürchte, dass das vierte Quartal weltweit zu einer großen Rezession führen könnte. Und wenn das eintritt, dann gilt diese Aussage 20 Milliarden natürlich nicht. Aber 19 werden es schon werden. Und dann deutlich über eine Milliarde dein Ergebnis, logischerweise. Bitte? Deutlich über eine Milliarde Ergebnis oder wahrscheinlich Richtung 2 Milliarden, ja, Ergebnis. Ja, das auf jeden Fall, dass es über eine Milliarde wird, das glaube ich schon. Das Produkt, das Sie verkaufen, oder die Produkte, die Sie verkaufen, die sind ja eigentlich gar nicht so einmalig. Das sind ja, am Anfang waren es Schrauben, mittlerweile sind es 160.000, glaube ich, oder 180.000 Produkte, aber alles keine Produkte, wo man sagt, die hat nur der Wirt, die gibt es nur da. Das heißt, sie unterscheiden sich oder der Erfolg kommt gar nicht so sehr aus dem Produkt, sondern auch, ist meine Wahrnehmung, sehr stark aus dem Vertrieb, wie sie das machen, wie sie verkaufen. Natürlich hat der Vertrieb einen großen Anteil und Sie haben schon recht, im Prinzip sind zum großen Teil Wald- und Wiesenprodukte auf dem Tapet, die wir verkaufen, aber hoppla, bei unseren Produkten merkt man eben dann, dass Schraube nicht Schraube ist und Mutter nicht Mutter und Schraubendreher nicht Schraubendreher ist. Also wir sind von der Qualität her ganz oben angesiedelt. Wir bieten nur schwere, derbe, solide Produkte an. Und wenn dann eben das Werkzeug, was wir verkaufen, 20% mehr kostet wie bei der Konkurrenz, dafür aber doppelt so lange hält, dann ist es trotzdem stinkbillig am Ende. Und nach diesem Prinzip, das bewährt sich offensichtlich. Ich meine, wir haben da auch entsprechende Grafiken, die kann die Frau Schneider Ihnen vielleicht nachher mitgeben. Ist die Frau Schneider im Raum? Ja, ich bin da. Wo? Ich bin hinter Ihnen. Ich habe es gehört, Herr Wirt. Ja. Die Grafiken. Ja, vielleicht können Sie mal gleich eine besorgen. Mache ich. Gell? Dann können wir die noch ein bisschen besprechen. Ja. Sind Sie so gut? Und sagen Sie mal, bei dem Vertrieb, den Sie so gut können, was ja auch die Stärke ist von Wirt, was ist da das Entscheidende? Wie kriegt man eine Vertriebsorganisation zu so einer Leistung? Das gibt ja irgendwelche Erfolgsfaktoren offensichtlich. Welche sind die 2, 3, wo Sie sagen, das sind die wichtigsten? Ja, nun zunächst mal das Vorbild. Also wir haben den
Laden ja in Divisionen organisiert, also nach holzverarbeitenden Betrieben, metallverarbeitenden Betrieben, Auto, Reparaturgeschäft und so weiter. Und in diesen Kreisen sind dann Monatsrundschreiben üblich, Monatskonferenzen, die dann von den kleineren Zirkeln bedient und besucht werden. Also es sind dann meistens so 15 Verkäufer beispielsweise, die mit ihrem Bezirksleiter eine Bezirkskonferenz abhalten. Und da ist dann wiederum der Gebietsvorgesetzte anwesend, der dann so etwa 10 solche Bezirke betreut. Also das Ganze ist relativ straff organisiert, möchte ich mal sagen. Und dann gibt es natürlich Teile des Einkommens, die erfolgsbezogen bezahlt werden. Also dieser Anteil ist relativ hoch. Das heißt, diese Außendienstler sind fast kleine selbstständige Unternehmer, tun sie viel, verdienen sie viel, tun sie nicht so viel, verdienen sie nicht so viel. Und das ist das Hauptmerkmal. Dann werden die Umsatzlisten natürlich veröffentlicht und das gibt dann auch einen gewissen Auftrieb, dass keiner der Letzte sein will. Das ist wie bei der Bundesliga, nicht? Und das zeigt dann auch, was man machen kann. Und dann weckt das schon einen gewissen Ehrgeiz, dass der sagt, also was der kann, das kann ich auch. Und dann werden eben die Stunden auch ausgenützt. Ich meine, es gab und gibt wahrscheinlich auch heute noch Fälle, wo es der Außendienstler halt ein bisschen bequem nimmt und meint, in 4-5 Stunden ist sein Tagwerk getan. Das gibt solche Fälle, wenn sie ein paar gute Kunden dabei haben, die fast automatisch zur Sollerfüllung führen. Aber normal ist das nicht. Und aber das Ganze ist eben nicht auf Zwang und auf Drang und auf Pressur ausgerichtet, du musst machen, du musst unbedingt, sondern wir bieten eben dann schöne Incentives an. Also wir haben einen Erfolgsclub, wir haben einen Topclub. Der Erfolgsclub, das sind die Mittelerfolgreichen. Die machen dann einmal im Jahr eine 3-tägige Reise. Und die Stars, möchte ich mal sagen, die sind dann 2 Wochen mit ihren Partnern, mit ihren Ehefrauen auf Reise. Das geht dann nach Bali oder sonst irgendwo hin, also auf die ganze Welt. Schiffsreisen sind viele dabei. Das ist natürlich schon ein gewisser Punkt, dass die Verkäufer angeregt sind, mitzumachen und ihre Zahlen zu erfüllen, weil wir natürlich in unseren entsprechenden Hauszeitschriften über diese Clubreisen mit schönen Bildberichten rapportieren. Und dann sagt die Emma schon, also Fritz, mach du auch mal ein bisschen voran, dass wir das nächste Mal auch dabei sind. Also ich meine, das ist diese spielerische Komponente, von der ich vorhin schon gesprochen habe. Und ich meine, das sind dann tolle Reisen nach Rio oder so. Und wenn die dann zurückkommen und eben ihren Kollegen erzählen, was sie erlebt haben, dann wollen die natürlich das nächste Mal dann auch dabei sein und erfüllen auch ihr Soll. Es gibt von Ihnen die Aussage oder zumindest
habe ich das in der Recherche gelesen, dass sie sagen, der Erfolg der Firma, das sind 90% Vertrieb, 5% IT und 5% der ganze Rest. Ja, so kann man es formulieren, mindestens von der Wichtigkeit her, von der Importanz. Ich meine, das stimmt natürlich nicht von der Stundenzahl, aber von der Wichtigkeit her stimmt es so schon. Allerdings muss ich sagen, nimmt die Bedeutung des Außendienstes ab in den letzten Jahren durch den E-Shop. Also die Kunden tendieren immer mehr zum Bestellen übers Internet. Also unser E-Shop macht heute so in manchen der Betriebe schon 25% des Umsatzes aus. Der Verkäufer bekommt trotzdem die Provision, wenn der Auftrag aus seinem Gebiet, aus seinem geografischen Gebiet kommt. Das ist also egal, ob er den Auftrag selber macht oder ob der über den E-Shop kommt. Aber in der Tat, die Bedeutung des Außendienstes ist rückläufig zugunsten des E-Shops. Ist das der größte Wandel, den die Firma erlebt hat in letzten, seit Bestehen von der Struktur Außen, also Vertrieb in der klassischen Form und jetzt Internetvertrieb? Ja, das ist schon also ein ganz wichtiger Wandel, den wir durchleben. Das kann man ruhig so formulieren. Die ganze Gesellschaft wird ja immer mehr im Sinn der KI, der künstlichen Intelligenz, getrieben, geradezu in Richtung Computer und Roboter und Internet und Automatisierung. Dass ich kürzlich mal gesagt habe, in einer Interviewanfrage, da wurde gefragt, wie werden wir denn in 30, 40 Jahren leben? Und ich habe dann was Verrücktes formuliert und habe gesagt, ich kann mir vorstellen, dass, also wenn überhaupt noch was da ist, wenn nicht wir jetzt am Beginn des Dritten Weltkrieges stehen und es ist nachher gar nichts mehr da nach den Atombombenwürfen. Aber wenn es einigermaßen vernünftig abläuft von der Seite aus, kann ich mir vorstellen, dass man in 40 Jahren nur noch 4 Tage Wochen hat und vielleicht 20 Jahre später nur noch 3 Tage Wochen arbeitet und den Rest durch die Computer und Roboter erledigen lässt. Also das heißt, der Einsatz des Menschen physisch wird zurückgehen zugunsten der Roboter und zugunsten des Internets. Aber der Mensch, das war auch oder ist auch Ihre große Stärke bei all der Incentivierung und dem Vertriebsleistung. Am Ende ist die Fluktuation bei Wirth unter 15%, habe ich gesehen. Das ist ja schon sehr wenig. Also die Menschen sind dann schon wirklich ihnen treu. Ja, ich meine, wir haben natürlich im Innendienst haben wir in manchen Betrieben Fluktuationsraten von 2-3%. Also da geht gar niemand. Ne? Ist das gut? Und also da legen wir großen Wert drauf. Ich habe gerade vorgestern Abend in Friedrichsruh einen Mitarbeiter verabschiedet, der hat 50 Jahre Mitarbeit hinter sich und war eine Gruppe von vielleicht 50 Leuten, Kollegen und so weiter. Und wir haben dann seinen Abschied gefeiert.
Und das kommt sehr oft vor, nicht mit 50 Jahren, aber doch mit 35 und 40 Jahren. Das ist also Routine. Das gibt es sehr oft. Ich bin ja ein gutes Vorbild. Ich bin jetzt immerhin im 73. Arbeitsjahr für dieses Unternehmen tätig. Ne? Macht Ihnen das nicht auch manchmal Sorge, wenn Sie sehen, dass die wertvollsten Firmen der Welt heutzutage, Amazon oder Microsoft oder Google, dass die alle deutlich wahrscheinlich jünger sind, dass da Leute arbeiten, die sind zum Teil halb so alt wie Sie? Ist das, also wie blicken Sie auf diese Firmen? Ja, nein, Sie müssen natürlich für die Zukunft vorsorgen. Also ich weiß ganz genau, wie es nach mir weitergehen wird. Das ist festgelegt und wird in aller Kürze auch publiziert. Also es wird einige Änderungen geben in den oberen Gremien. Aber das geht alles ohne Hektik und ohne großes Trara. Ich bleibe auf meiner Position noch, solange ich es noch kann. Und werde aber zwei Stellvertreter ernennen, die jetzt schon im Unternehmen wichtige Positionen haben und aus der Erkenntnis heraus, die ich gewonnen habe, in den 20, 30 Jahren mit denen gearbeitet zu haben, gebe ich denen dann die Macht über das Unternehmen. Was sagen Sie noch mal ein paar Worte zu Amazon, zu Google, zu diesen Digitalfirmen, die ja zum Teil so ganz anders sind als Wirt von der Struktur her. Börsennotiert, viele Investoren, sehr große Wachstumsziele, jüngere Leute zum Teil. Wie blicken Sie auf diese Firmen? Ja gut, wissen Sie, ich habe immer zunächst nur auf unser Unternehmen geschaut und mich nicht viel gekümmert um die Umgebung, was die anderen machen. Das ist eine neue Generation, diese Firmen, die Sie genannt haben. Und das hat seine Richtigkeit. Ich meine, das ist in Ordnung. Unser Unternehmen ist natürlich eher traditionell orientiert. Beispielsweise lege ich Wert darauf, dass die oberen Führungskräfte in Konferenzen Krawatten tragen während den Konferenzen. Ne? Das, man sieht es jetzt hier nicht so richtig, aber so etwas, ich habe mir einen umgebunden für Sie. So was ist für Google oder Amazon undenkbar, dass die sich um sowas kümmern würden. Aber das sind diese kleinen Feinheiten, die uns eben am Ende auch einen gewissen Respekt verleihen bei unseren Geschäftspartnern. Wissen Sie, die Idee dahinter ist ja nicht, dass ich den sehen will, halt, dass er einen Strick um den Hals hat, sondern die Idee ist, wenn ich mit einem Geschäftspartner, egal ob Kunde oder Lieferant oder sonst mit Behörden oder mit irgendjemand rede, dann empfinde ich das nach meinem Gefühl einfach als respektlos, wenn ich dem gegenübertrete in einem gewissen Freizeitlook da so lapperiges Hemd. Und ich meine, wenn ein Chef eines Weltunternehmens zu Frau Merkel marschiert zu einer Besprechung, ohne Krawatte, dann empfinde ich das einfach als ungehörig und als eine fast als Beleidigung meiner Gesprächspartnerin gegenüber. Ob das in 10 Jahren noch so ist, bei mir sowieso nicht, weil ich ja jetzt 87 bin. Und das ist logisch, dass mein Wirken dem Ende zugeht, ganz automatisch.
aber es soll ja darüber hinaus weitergehen. Und was dann die neue Konzernführung macht, ob die sagt, jetzt schneiden wir den alten Zopf ab und kippen die Krawattenpflicht. Das können sie ja dann im Fasching machen. Wie blicken Sie denn generell auf die Generation derjenigen, die heute in Führung sind in vielen Firmen oder auch in der Politik? Menschen zwischen 40 und 50 oder 35 zum Teil und 55. Was ist Ihr Blick darauf? Das ist ja doch eine spürbar andere Generation. Ja. Ach, wissen Sie, so viel anders sind die auch wieder nicht. Netto kommt es eben doch am Ende auf die Antwort zur Frage an, wie ist der Erfolg? Und alles andere tritt dann in den Hintergrund, nicht? Also, ich meine, wenn also ich muss da sagen, wissen Sie, das ist heute nicht anders wie vor 50 Jahren, dass die Kinder eben den Eltern nachstreben. Das ist nicht viel anders, wenn Sie heute beobachten, aus den Medizinerfamilien gehen halt die Kinder auf die Uni und studieren Medizin. Und oder Vater irgendwo CEO ist, da studiert das Junior eben BWL und da hat sich gar nicht so vieles geändert. Also ich kann keine weltbewegende Änderung sehen gegenüber vor 30, 40, 50 Jahren. Es gibt bei den jungen Leuten vielleicht ein bisschen mehr Aufmüpfigkeit, wie das früher der Fall war. Aber im Großen und Ganzen sind die jungen Menschen schon vernünftige Bürger. Und also ich kann das nicht feststellen, dass da große weltbewegende Umstellungen in der Kultur am Laufen wären. Also die Jungen waren immer aufmüpfig, haben sich immer ein bisschen gegen die Eltern gestellt und haben es besser gewusst. Das war schon vor 300, vor 500 Jahren auch so. Und das wird sich auch nicht ändern. Wie ist denn Ihr Gefühl oder Ihr Blick auf die Zukunft zum Beispiel von Deutschland? Man ist ja nun nach wie vor auch für Wirt ein großer Markt. Ich glaube, 40% des Umsatzes machen Sie nach wie vor in Deutschland. Jetzt ist ja viel die Rede von Verwerfung, Weltenwandel. Sie haben ja gerade von Rezession auch schon gesprochen. Was erwarten Sie für Deutschland in den nächsten 5 bis 10 Jahren? Das ist eine ganz schwierige Frage. Die Antwort ist noch viel schwieriger. Also, das ist so eine Bandbreite, möchte ich mal sagen, wo ich nicht mir wagen würde, zu prognostizieren, wie es aussieht. Das kann auf der einen Seite sein, dass sie eine atomzerstörte Brache vor sich haben. Im ungünstigsten Fall bis hin eben zur 4-Tage-Woche mit noch mehr Freizeit und noch mehr Tamtam und noch mehr Oktoberfestrummel und Festlichkeiten, Festivitäten, Festspiele,
Also, wie gesagt, da ist alles drin und das wird drauf ankommen, wie die Menschen eben die Zukunft gestalten. Also, das ist, ich glaube, ich bin jetzt immerhin im 73. Geschäftsjahr tätig, aber ich habe, glaube ich, nie eine Zeit gehabt, wo ich so wenig gewagt hätte, eine Prognose für die nächsten 10 Jahre zu stellen, als jetzt gerade in diesen Tagen. Das ist vom tiefsten Schwarz bis zum blühendsten Rosa möglich und kommt dabei auf die Einstellung, auf die Klugheit oder Dummheit der Menschheit an, wie es weitergeht. Verfolgen Sie recht eng, was zum Beispiel so jemand wie Elon Musk macht und tut und sagt? Nö. Nee, ich weiß bloß, dass er mit Raketen rumfunktioniert. Und Autos, Tesla. Ja, genau. Aber sonst, ich meine, ich lese eben mal einen Artikel im Spiegel, was kommt oder so. Aber dass ich jetzt sagen würde, ich muss jetzt dem Musk nacheifern, mir geht es viel mehr um Bescheidenheit, mir geht es um Zurückhaltung gegenüber den Mitarbeitern des ganzen Unternehmens, gegenüber der Öffentlichkeit. Und ich glaube, dass uns das auch sehr weit gebracht hat. Die Menschen erkennen, dass die Arroganz in diesem Unternehmen wird, keine Heimat hat. Das ist heute eigentlich meine Hauptaufgabe, ein bisschen darauf zu achten, die Arroganz fernzuhalten. Weil, ich meine, wenn man unsere Entwicklung mit der Entwicklung vieler Wettbewerber vergleicht, sind wir natürlich unglaublich toll vorangekommen. Absolut, ja. Na, ich meine, es gibt die Zahlen, geben es ja auch her. Ich meine, Sie sind damit nun sehr, sehr wohlhabend geworden. Das Unternehmen ist eine der erfolgreichsten Firmen überhaupt in Deutschland oder in Europa. Kein Zweifel. Ich meine, wir haben Wettbewerber, die machen 10 Jahre an einer Umsatzleistung herum und schaffen es erst im 11. Jahr dann ein bisschen draufzupacken. Aber da machen wir heute, wenn man das vergleicht, deutlich mehr Gewinn, als die heute Umsatz machen. Nicht? Und das ist nicht durch Arroganz entstanden, sondern durch Bescheidenheit. Ist Erfolg in dem Sinne für Sie wichtig? Es gibt die Anekdote in Ihrer Biografie von Herrn Timmerberg, wo beschrieben wird, dass, ich glaube, Ihr Enkel Ihnen eine SMS schickt, wenn die neue Forbes-Liste rauskommt, wo die reichsten Menschen der Welt draufstehen und Ihnen kurz schreibt, also Ihr Enkel schreibt Ihnen, auf welchem Platz Sie dann aktuell sind. Ja, das kann schon passieren. Ich meine, gerade die beiden älteren Enkel, Benjamin und Sebastian, die jetzt beide schon um die 40 sind. Ich meine, der eine hat ein MBA und der andere ist auch toll ausgebildet, hat tolle Karriere hingelegt. Die sind interessiert und die schauen jetzt nicht speziell auf die Forbes-Liste, aber die orientieren sich vor allem heute im Internet. Also die brauchen keine Zeitung, die haben alles auf ihrem Laptop. Und die Familie folgt Ihnen irgendwann nach? Wohin? In der obersten Führung der Firma? Ja, natürlich. Ja. Also Benjamin und Sebastian werden in den Aufsichtsgremien
Also sie sind schon drin. Der Sebastian ist im Beirat der Fürth-Gruppe und Benjamin ist in dem Gremium, das ich führe, den Stiftungsaufsichtsrat, also das höchste Gremium des Konzerns, ist der schon drin als Mitglied. Und beide werde ich weiter fördern. Glauben Sie, dass das gut funktioniert? Also Sie machen das ja. Aber ich denke, so ein bisschen Unternehmer wie Sie, das ist, wäre jetzt im Fußball Beckenbauer oder Messi, absolute Ausnahmetalente. Die Wahrscheinlichkeit, dass in Ihrer Familie das nächste absolute Ausnahmetalent ist, die ist ja eigentlich wie im Fußball auch ziemlich gering. Der Sohn von Beckenbauer ist nicht Beckenbauer. Der Sohn von Messi ist wahrscheinlich nicht Messi. Der Sohn von Wirt oder der Enkel wäre schon ein großer Zufall eigentlich, wenn der so ein Talent wäre wie Sie. Jetzt warten Sie es mal ab. Sie können es ja noch erleben. Ne? Beobachten Sie mal weiter. Wenn Sie an die Agnelli-Familie in Italien denken mit Fiat, das hat immer gut funktioniert, dass da ein Agnelli vorne an der Spitze war. Und jetzt lasst mich mal machen. Ich meine, ich mache das ja nicht alleine, sondern wir machen das im Team. Wir besprechen da viel miteinander in den Führungsgremien. Und vor allem werden solche Dinge nicht einfach kommandiert, sondern die werden miteinander mit den obersten Führungskräften erarbeitet, werden diskutiert, Vor- und Nachteile abgewogen. Und ja, dann muss man sehen, was draus wird. Und die Firma zu verkaufen oder an die Börse zu bringen, das war über all die Jahrzehnte ja sicherlich immer mal wieder ein Vorschlag, der von Bankern an Sie herangetragen wurde. Aber scheinbar nie was, was Sie ernsthaft erwogen haben. Nee, habe ich nie erwogen. Ich meine, wir haben heute 7 Milliarden Eigenmittel. Ne? Also 7.000 Millionen. Das ist eine Eigenkapitalquote von 45%, gemessen an der Bilanzsumme. Und es besteht gar kein Grund, warum wir auch an die Börse gehen sollten. Ich meine, wir sind ja an sich an der Börse vertreten mit Anleihen. Also wir begeben ja immer wieder Anleihen. Das ist sowieso ein ganz außergewöhnliches Spezifikum, dass eine Personengesellschaft, die wir ja sind, wir sind eine GmbH und Co. KG, dass die Anleihen an der Börse begibt. Und das funktioniert bei uns jetzt seit 20 Jahren. Und wir haben die besten Ratings. Also Standard & Poor's gibt uns ein A stabil im Rating. Und wer sich mit dem Kapitalmarkt beschäftigt, der weiß, dass das absolut bombensicher ist. Nicht? Wenn man über Sie liest und versucht zu verstehen, was wohl die Einflussfaktoren waren auf Sie, wo Sie Ihre Ideen der Unternehmensführung hergenommen haben, dann stößt man recht schnell auf Herrn Clausewitz. Das sei eine Person, ein am Ende ja General und Autor, der Sie sehr beeindruckt hat. Ja, ist ja interessant, dieser Clausewitz, der geistert immer wieder. Ich habe erst vor ein paar Tagen aus irgendeinem Interview von irgendeinem ehemaligen General gelesen, dass der heute noch Clausewitz in Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg zitiert. Also der ist heute noch aktuell. Und ich finde schon, dass das, was der von sich gegeben hat, wirklich zukunftssicher ist. Gibt es da einen Leitsatz oder eine Kernregel, die Sie besonders erwähnen würden, wo Sie sagen, das ist typisch für Clausewitz? Ach, der hat ja so viel gesagt und ich meine, ich bin ja kein Militärhistoriker, ich war nie Soldat, habe zu den weißen Jahrgängen gehört,
und bin nie Soldat gewesen. Ich weiß bloß, dass ein General höher ist wie ein Unteroffizier. aber viel mehr weiß ich nicht. Und gleichwohl hat der Clausewitz natürlich Grundsätze aufgestellt, die auch heute noch Gültigkeit haben, wenn Sie jetzt an die neueste Entwicklung in diesem Ukraine-Krieg schauen. Das ist typisch Clausewitz, den Feind einfach komplett zu überraschen mit einer ganz anderen Aktion, die man vorher ganz anders angekündigt und aufgebaut hat als Ziel und damit die Kräfte des Feindes an der ganz falschen Stelle stehen und man fast durchspazieren kann sozusagen an anderer Stelle. Also ich meine, solche Stellungnahmen und Kommentare können Sie natürlich auch aufs Geschäftsleben übertragen. Und das habe ich immer wieder mal auch realisiert. Also zum Beispiel die Verteidigung einer Reichsfestung. Das ist ja öfters zitiert worden aus meinen Reden auch. Das ist von Clausewitz extrem publiziert worden. Und das ist interessant, dass man das ganz genauso auch im Geschäftsleben verwerten und verwenden kann. Also ich meine, dass der Karl von Clausewitz in den Bürobibliotheken der obersten Führungskräfte viel zu wenig vertreten ist, weil man aus seinen Grundsätzen viel auch für die Unternehmensstrategie entnehmen kann. Ein Beispiel, das dann gerne genommen wird, ist, dass Sie, glaube ich, mal erklärt haben, Sie, Ihre Reichsfestung von Würth sind die Handwerker. Und um den Gegner zu verwirren, haben Sie im Industriebereich die Preise ganz, ganz niedrig gemacht, sodass Ihre ganzen Wettbewerber es da sehr schwer hatten, sich dort durchzusetzen, aber abgelenkt waren und Sie sich in Ruhe auf die Handwerker konzentrieren konnten. Ja, sehen Sie, Sie wissen ja alles. Ich habe natürlich. Aber ist richtig, oder? Ja, genau. Genau so ist es. Wie ist es Ihnen denn noch gelungen, außer über den Vertrieb die Marke Würth zu bauen? Also, ich meine, welche Rolle spielt da zum Beispiel Sport oder Kunst? Das sind ja auch große Elemente in Ihrem Leben. Ja, gut. Im Grund, also natürlich spielt Kunst und Kultur eine wichtige Rolle in der Marke. Können wir vielleicht nachher noch ein paar Worte drüber sagen. Aber die Grundbasis ist natürlich, dass die Marke Würth identifiziert wird mit absoluter Spitzenqualität. Also wir bieten nur eine ganz derbe, schwere, solide Qualität an und das assoziieren die Kunden auch mit der Marke Würth, Qualität. Da tritt dann auch in den Hintergrund, dass wir vielleicht 3 oder 5 oder 10% mal teurer sind wie der Wettbewerb, wenn das Produkt eben doppelt so lang hält wie jenes vom Wettbewerb, sind wir trotzdem noch stinkebillig. Wenn der Kunde für dieses Produkt 10% mehr zahlt, er kann es aber 100% länger nützen, dann hat er bei uns sehr, sehr billig eingekauft. Aber Sie bauen ja auch die Marke darüber auf, sagten Sie gerade schon so ansatzweise, dass halt Sie bewusst an allen Standorten oder an vielen große Kunstsammlungen direkt in den Büros oder an den Landesniederlassungen haben, zum Teil
riesige Museen. Die sind, glaube ich, einer der größten Kunstsammler Europas. 18.000 Elemente in ihrer Sammlung. Und das ist ja auch eine geschäftliche Idee dahinter, glaube ich, oder? Ja, ich meine, das am Anfang war das natürlich auch ein Entfliehen vom Tagesstress, möchte ich mal sagen. Also wenn ich einen Tag mit irgendeinem Freund zusammen zu einem Künstler reisen konnte und dessen Arbeit beobachten konnte und seine Werke begutachten durfte, dann war das eben Urlaub, das war Entspannung, das war Freude. Und das hat dann natürlich auch wieder für die Unternehmenskultur Einfluss gegeben, wie charakterlich unterschiedlich die einzelnen Künstler sind. Also da gibt es Künstler, die sind penibel wie Chirurgen in ihrem Atelier und haben alles sauber. Jeder Stift ist da parallel geordnet zum anderen. Dann gibt es wieder andere, bei denen sieht es aus wie beim Schmied. Und trotzdem kommt aus beiden Studios dann am Ende ganz große Kunst heraus. Also das sind so wunderbare Erlebnisse, sind auch Bekanntschaften, Freundschaften entstanden. Zum Beispiel mit dem Christo war ich gut befreundet. Und auch dann ist das Gleiche betrifft die Galeristen, mit denen wird man auch mit der Zeit gut bekannt. Es werden gute Bekannte, wenige, sogar Freunde. Und ja, das ist einfach der Kontrapunkt zum Alltag, nicht? Aber Sie wollen das ja auch, glaube ich, Kunden quasi hier aufs Land nach Künzelau locken. Die haben ein riesiges Museum, das ist, also war da gerade kurz drin, sehr beeindruckend, was da für Künstler von Picasso und Warhol und Max Beckmann und wirklich alles da, was Rang und Namen hat. Ja. Das hat ja auch eine Idee dahinter, dass man den Leuten was zeigt, den Mitarbeitern und auch den Kunden. Genau. Also ich meine, dass diese Aktivitäten im Bereich der Kunst, die habe ich immer im Umfeld der Firmen aufgebaut. Also in Frankreich beispielsweise haben wir ein wunderschönes Museum in Erstein, in der Schweiz mehrere Museen und in Dänemark und so weiter. Das macht uns selbst Freude in der Firma und macht Freude den Besuchern. Also es gibt immer wieder Kommentare, dass die Menschen sich halt sehr positiv äußern, dass es sowas draußen gibt auf dem Land. Und dann haben wir ja noch die Philharmoniker, die, das will ich in aller Bescheidenheit sagen, ein echtes Spitzenorchester sind. Und das Verrückte ist, wir hatten kürzlich mal ein Konzert, da war Tiedemann da als Dirigent. Und dann traf ich auf der Toilette einen wildfremden Mann. Der erklärte mir, er sei extra aus Oldenburg angereist, um dieses Konzert zu hören. Aber muss man sich mal vorstellen, von Oldenburg nach Künzelsau, das ist ja nicht gerade der Weg zum Bäcker. Ne? Und so wird es heute doch überall wohlwollend gesehen und beobachtet und
gibt auch dem Unternehmen eine kulturelle Komponente, die in Richtung Luftigkeit geht, eine gewisse Lebensfreude ausstrahlt, dass man nicht nur fanatisiert auf Umsatz und Gewinn schaut, sondern eben auch darüber hinaus die schönen Seiten des Lebens zu würdigen weiß. Und die Kunden wissen das auch zu schätzen, wenn wir sie zu einem Abendkonzert einladen können oder wenn die in die Museen kommen. Die freuen sich auch über diese Installationen. Und ganz ehrlich gesagt, empfinde ich das natürlich auch als eine recht günstige Reklame fürs Unternehmen. Ich meine, wir sind so oft in den Kulturteilen der Tageszeitungen und der Presse vertreten, dass man das gar nicht unterschätzen darf, was es bedeutet für den Bekanntheitsgrad des Unternehmens. Ich fand es deswegen auch clever, weil der Level der Kunst ist ja wahnsinnig hoch. Also sind die besten Künstler der Welt, den Namen nach. Und das strahlt ja dann auf die Marke Würth so ein bisschen ab, war mein Gefühl. So ist es. Genau, das ist nicht nur ein Gefühl, sondern das ist die Tatsache. Ne? Also auch ihre Taktik, ihre Strategie. Ja, kann man schon sagen. Und das Gleiche beobachte ich, machen Sie auch im Sport. Also, dass Sie bewusst, ich glaube, nur Teamsport, sagen Sie, weil das ums Team geht, aber das fördern Sie auch. Erfolgreiche sportliche Teams mit Würth, um auch da zu signalisieren, wo Erfolg ist, ist Würth. Ja, also wir fördern ja sehr stark den Wintersport insgesamt. Und das ist ja Leistungssport, kann man ruhig sagen. Leistung im Sport, Leistung im Unternehmen, das assoziiert sich sehr gut und passt gut zusammen. Wenn man so eine Firma aufgebaut hat und solche Mittel sich erschaffen hat, was für eine Verantwortung empfinden Sie da jetzt? Oder was würden Sie auch anderen Leuten sagen, die vielleicht nicht ganz so erfolgreich sind, aber zumindest auch mehr Mittel haben als andere? Wo ist da die Grenze? Hat man eine Verantwortung? Ist die abgegolten mit den Steuern, mit den Arbeitsplätzen, die sie bereitstellen, mit der Förderung der Region? Geht es darüber hinaus? Wie denken Sie darüber nach? Ja gut. Ich meine, Sie können nicht täglich nur an diese 84.000 Arbeitsplätze denken. Es wäre genauso, wenn Sie erwarten würden, dass der Lufthansa-Kapitän oder der Air France-Kapitän dran denkt, dass er 300, 400 Menschenleben im Flieger drin hat und er ist verantwortlich, dass sie gut ans Ziel kommen. Aber ich habe da erst kürzlich ein längeres Gespräch auch mit meiner lieben Frau geführt, ob sie wollen oder nicht. Diese Verantwortung ist eben da. Und ich meine, wenn es zu einer kriegerischen Auseinandersetzung käme, kann ich mir nicht vorstellen, dass ich mich hier absetzen würde und würde die Mitarbeiter alleine lassen. Ich meine, das empfinde ich schon als Verpflichtung den Mitarbeitern gegenüber, auch selbst das Gleiche zu tun, was ich von ihnen erwarte. Ne? Und über die Firma hinaus, vielleicht sogar für das Land oder für Menschen außerhalb der Firma,
Empfinden Sie da auch eine Verantwortung? Gut, das würde schon wieder in den Bereich Arroganz hineinführen. Ich habe keine Legitimation fürs Land zu sprechen oder etwas zu tun. Gleichwohl ist natürlich unser Unternehmen hier in dieser Region nicht nur bekannt, sondern wir machen auch mit Spenden und so weiter viele Dinge, die am Ende in die Öffentlichkeit hineinwirken. Sei es nun, dass irgendwo ein neues Hallenbad erneuert werden muss oder so. Oh, das geht dann schon in dem Fall, 1,5 Millionen habe ich dazu gesagt, als Teil Renovierungsbeitrag. Und ansonsten, wenn irgendwo Kinderfeste sind oder Schulenfeste oder so, dann ist das Unternehmen natürlich dabei mit gewissen Spenden. Letzte Frage. Wenn man so über Sie liest und recherchiert, dann hat man das Gefühl, Sie haben ein sehr, sehr perfektes Leben geführt. Auch eine Beziehung, Ihre Frau, ja bis heute, da keine Trennung, keine jüngeren Gefährtin, nichts davon. Die Firma, das ganze Werk, die Kunstsammlung, Ihre Interessen in alle verschiedensten Bereiche hinein. Es gibt so einen Globus im Museum, sage ich, da, wo Ihre ganzen Reisen draufstehen, wo Sie überall waren auf der Welt. Wahnsinn, die ganze Welt bereist. Trotzdem, was bereuen Sie? Was würden Sie sagen, würde man anders machen, wenn man nochmal neu anfängt oder wenn Sie noch 20, 30 Jahre oder 40 Jahre jünger wären? Was war nicht optimal? Ach, also auf Anhieb fällt mir nichts Wesentliches ein, was ich anders machen würde. Ich meine, ich bin mit meiner Frau jetzt 66 Jahre verheiratet. Glückwunsch. Ne? Und ich habe oft gesagt zu Bekannten oder so, die sich haben scheiden lassen, lass das Ding bleiben, in 5 Jahren ist wieder genau das Gleiche. Also ich bin da mehr für Kontinuität und es hat sich auch gelohnt. Ich meine, ich bin meiner Frau auch sehr dankbar. Wissen Sie, wir sind heute so eng, das ist... Ich will das ruhig das Wort in den Mund nehmen. Es ist einfach wunderbar, wie wir zusammen harmonieren. Und ich meine, ja, wir sind gerade in den letzten 18 Monaten besonders eng gewesen, weil meine Frau hatte eine schwere Operation, die gut verlaufen ist, Gott sei Dank. Und ich habe mich gerade mit einem Küsschen von ihr verabschiedet. Sie hat sich hingelegt und macht Mittagsschlaf. Herr Wirth, vielen Dank für Ihre Zeit. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte, für das Gespräch. Ich denke, da ist einiges an Inspiration drin für die Hörer in vielleicht der jüngeren Generation. Vielen Dank. Ja, schön. Bedanke mich auch. Dankeschön.